Wir sind hier bei Patona und die haben einen neuen Turbocharger oder ein Turboladegerät im Sortiment. Und zwar ist das die Verpackung dazu und in Tat und Wahrheit sieht er so aus. Von der Größe her ein bisschen höher wie der bestehende im Moment, ist für die Sony NPF 79 und lädt mit 1500 mAh, sprich der Akku ist, wenn er komplett leer ist, ist er etwa in 4,5 Stunden geladen. Und die bestehenden Ladegeräte die laden ja im Moment so etwa mit 800-900 mAh, sprich ihr seid doppelt so schnell mit dem Ladegerät. Allerdings nur mit Stromanschluss. Hier haben wir einen Dual-Lader. Und zwar ist der so aufgebaut, dass man hier den USB-Anschluss hat. Man hat hier einen einfach eine Anzeige halt. Und man kann zwei Akkus von oben her reinstecken. Gefällt mir persönlich ein bisschen besser, weil bei den anderen, bei den älteren, hat er jetzt nicht da, die haben ja eine ähnliche Schale wie die da, wo man sie so reinlegt. Und das ist einfach, also die da quasi. Das ist einfach, da hat man halt, bei denen hat man noch die Schwerkraft, die es dann gerade reindrückt und wo wahrscheinlich der Kontakt ein bisschen besser ist. Die werden wir demnächst bei uns im Shop aufschalten. Ist auch für zwei Stück und sicher eine coole Sache. In der Hand habe ich den neuen Batteriegriff von Patona. Und zwar ist der für Sony A9, A7 III, A7 R3. Und fast wie die anderen auch zwei Batterien. Und ganz wichtig, da kannst du das Deckel rein tun für das Batteriefach der Kamera. Weil wenn du es nicht da rein tust, dann hast du es sicher nicht, wenn du es brauchst.